Wir freuen uns darauf, für Sie dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Frank Buschmann und Manni Beugmann. Wie würdest du heute die Gastmannschaft einschätzen? Lustig wird das nicht zum Abschluss dieser Saison. Da hat überhaupt niemand mit gerechnet, dass sie da unten in der Tabelle rumkrebsen werden. Und jetzt braucht man einen Kraftakt, um sich da rauszuarbeiten. Und die Frage ist, sind sie dazu in der Lage? Es ist genug geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Da wird er sich ärgern. Das sind ja Meter, die der Ball da übers Tor geht. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Klare Sache, Einwurf. Schaut er sich nach Hilfe um. Ja, der Pass kommt an. Nimmt ihn mit dem Kopf. Was für eine Parade. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und Einwurf. Birovka. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Slatko Dedic. Toller Pass! Und der grätscht in den Gegner hinein. Der Verteidiger blockiert den Ball. Oje, in der Haut des Assistenten möchte ich nicht stecken. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder. Aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Richtig gut. Klasse Abwehrarbeit. Hallo, da verlieren Sie den Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. Und weiter heißt es, aufgepasst. Stark gemacht. Kopfball. Guck mal hin. Und was für ein Tor. Das erste Tor in der Verlängerung, das geht auf die Moral des Gegners. Also hundertprozentig, Manni, das unterschreibe ich. Das Ding hier könnte schon das Vorentscheiden bedeuten. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe für den Sturm. Da freut sich der Trainer. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Stoppelkamp. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Viel resoluter dazwischen geht. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, aber man sieht es hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Dabrowski. Ja, liebe Zuschauer, das sehen Sie zu Hause an den Geräten natürlich auch. Der... Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Und Achtung, genau hingeschaut. Achtung, lässt! Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Da tritt er aber auch deftig zu. Es gibt eine gelbe Karte und zwar mit vollem Recht. Jetzt hinein in die zweite Hälfte der Verlängerung. Das ist doch die Möglichkeit für einen Konter. Den haben sie gut eingestellt, den Konter. Aber perdu. Ja, so geht's auch. Oh! Da
gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Ja, ja, klarer Freistoß. Freistoß jetzt. Das gibt jetzt Theater mit dem Trainer. Riesige Ausgleichschance vermasselt. Mein lieber Herr Gesangsverein, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Ein schöner Pass, aber der Verteidiger steht wie die Bank von England. Jetzt haben sie alles klar gemacht. Jetzt haben sie die anderen im Sack. Also dieser Treffer hier ist definitiv die Entscheidung, wenn es da überhaupt noch irgendwelche Fragen geben dürfte. Unglaublich. Der fällt gleich um und macht vorher noch dieses klasse Tor. Wahnsinn. Dabrowski. Birovka. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Und Einwurf. Dabrowski. Gut abgefangen hat er da den Ball. Das Bällchen ist noch heiß. Achtung! Nochmal fragt der Schiri.